Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Merch Tactics. Weiter geht's. Ich habe hier nur zwei geöffnet, weil mir aufgefallen ist, sie haben ja diese Sterne hier und ich glaube tatsächlich, dass ich meine Truhe ein bisschen besser machen möchte. Ich glaube, die sind mir zu schwach, um sie. Ja. Okay. Na gut, wir haben jetzt leider nicht gesehen, was enthalten war. Wir haben auf jeden Fall gesehen, ob wir 140 Gold haben bekommen. Und schauen wir mal hier sonst so, was haben wir da Schönes. Ein Zauberer der Ahnen und wir können unseren Frostritter weiter verbessern. Das ist natürlich wichtig. Mehr Lebenspunkte, mehr Angriff. Nehmen wir natürlich mit. Und beim anderen bin ich irgendwie geizig, oder? Ich glaube, den kann ich nicht mehr aufrüsten. 200 brauche ich dafür. Aber wir hatten eine 5 dann gehabt. Ah, ärgerlich. Okay, wir müssen weitermachen. Oder wir werden weitermachen. Wir können auch halt die Belohnung mal mitnehmen. Let's go. Barden. 7 Barden. Eine schäbige Beutetruhe. Achso, die kriege ich auch gleich. Okay. Die kann ich nicht aufnehmen. Ach guck mal, das war tatsächlich eine 7. 10 Barden. 20 Ehre. Und einmal eine Ausrüstungstruhe. Oh, unser erstes Ausrüstungs-Item. Ein krummer Stock, ein hölzernes Trainingsschwert, ein Trainingsbogen. Jetzt können wir uns aussuchen für unseren Helden, was wir davon nehmen wollen. Soll ich noch 7 Barbaren bekommen, 30 Ehre und 100 Gold. Und dann schauen wir hier gleich mal nach einem Ausrüstungs-Item. LP 5, Angriff 100. LP 2, Angriff 150 oder LP 1, Angriff 180. Wir nehmen einen Lebenspunkt mit und er macht ein bisschen mehr Schaden, das ist in Ordnung. Ich muss Geld bezahlen, ne? Das will ich aber natürlich nicht. Da bin ich jetzt tatsächlich zu geizig. Stufe 11 bräuchten wir, um das zu verbessern. Ja, ihr seht da. Stufe 2 kriegen wir da 55% von Henrys Max-LP. Und die Chance, Artefakte zu finden, wenn wir unser Territorium erweitern, wird auf 20% erhöht. Aber, das ist mir egal. Ausrüstung. Ach, guck mal, wir kriegen sogar dafür Ausrüstung. Für, wow, holy shit. Unbekannte Schwerter, unbekannte Stäbe, unbekannte Schwerter. Gut, was es ja so alles gibt, ist ja Wahnsinn. Lasst uns weitermachen bei 5-5. 8 Wellen und wir haben 3 Feinde. Na, hier haben wir wieder einen Zwischenboss. Ja, irgendwas stand vorhin noch mit alle, oder letzte Folge, alle 10 Minuten eine Beutetruhe oder so, ne? Na gut. Let's go. Jetzt haben wir 31 Leben. Und ich weiß gar nicht, wo der Schaden ist, den ich machen kann. Angriff. Ich weiß gar nicht, wann greift er denn an? Hm. Naja. Wir warten auf unsere Pause. Wunderschön. Einmal 30, nochmal 30. So, da war der Lix dabei gewesen. Müllkiste brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. Erstmal verbessern wir unsere Units. So, und den da meinetwegen noch. Dann kann man den auch so machen. Perfekt, let's go. Ich könnte mal S wahrscheinlich, war S für Speed. Wenn ich da oben drauf klicke. Wenn ich jetzt S drücke, kann ich hier mein Speed verändern. Sehr schön. Lass uns erst. Oh, nice, ja. Wieder das. Wunderschön. Einmal den da. Einmal den noch mit. Ach ja, Mist. Ein ungeschliffener Edelstein. Edelsteine plus 3. Für 95 Silber hätten wir es bekommen. Oh, gut, hätte ich eh nicht genug Geld gehabt, wahrscheinlich. Okay, let's go. Lass uns dann erstmal eine Reihe, denke ich mal, vollständig machen. Damit wir eine perfekte Verteidigung haben. Zwei Sekunden leider noch, ärgerlich. Schwere Hanteln. Lange verbundene Blöcke plus 10%. Während aktiven Fähigkeiten des. Oh ne, das ist doof. Das ist auch doof, alles doof. Nicht so schön.
Okay. Let's go. Leider nur 16 Punkte bekommen. Oder 16 Silber bekommen. Bam, bam. Das sieht ganz gut aus, oder? So, brauchen wir jetzt nicht allzu viel. Eine Sekunde. Ach, komm schon. Das ist doch Wahnsinn. Eine Sekunde. Ja. Perfekt. 75. Für 75 Gold ein bisschen was oben. So. Bogenschützen. Dann würde ich sagen, packen wir die noch einmal höher. Und die noch einmal höher. Fusion, ach, siehst du, Fusion musste ich auch. Okay. Packen wir den auf 2. Packen wir den auf 2. Und dann machen wir Go. Es wäre ganz cool, wenn wir diese Schaufel kriegen würden für jeden Block, dass wir ein bisschen extra Gold kriegen. Wäre schon sehr lecker. 305 haben wir einfach. Da ist er. Gut, dann packen wir oben. Jetzt habe ich schon 2 am. So. Und dann machen wir erstmal weiter. Welle 6. Ich denke, wir werden unsere Bogenschützen mal weiter verbessern. Und den hier könnten wir weiter verbessern. Und wir müssen alle Blöcke befüllen. 24 extra bekommen, holy shit. Nochmal 50 Silber. So, was haben wir hier? Segen der Götter, kann ich mir nicht leisten. Magiebelange von Händlerbeute. Das wäre auch ganz cool. Können wir noch einen Einser verkaufen? Wünsch, kann ich das verkaufen mal. Lass uns das mal holen. Ich glaube, es ist nicht verkehrt. Für mehr. Für wertvollere Kisten. Das haben wir ja schnell nachgebaut. Da. Na, da vorne geht ordentlich auf die Fresse. Aber so ist es nun mal. 108 und so wahnsinnig viel Geld man kriegt. So, haben wir ja was? Nö. Und da haben wir noch einen Grill. LP verbindeter Blöcke plus 15%. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Manchmal muss man sich auch was gönnen. Sehr schön. Und letzte Wave. Die finale Wave. Wir werden hier vorne gleich mal was hinsetzen. Zack. So, machen wir mal S. Ein bisschen etwas langsamer, ne? Okay, normaler Speed. Roboter Speed. Oh, das war's schon. Okay. Sehr schön. 99 sogar. Nice. Und 100 Gold. Okay, auf zur nächsten Mission. Let's go. Barbarensiedlung 6. Wo sind nur 15 Blöcke? Und wir werden den dann nehmen. Achso. Okay, wir wollen erstmal ein paar Bogenschützen. Erstmal ein bisschen attacken, ne? Aber müsste ich ja das aufheben sollen. Das hätte ich aufheben sollen. Vor allem 30 Silber pro Wave ist schon krass, ne? Verirrter Bauer, nice. Der ist wichtig. So, machen wir den gleich mal auf Level 2. Das macht doch vor allem, ich finde dieses Game so geil. Das macht total Laune. Macht so einen Spaß, die ganzen Strategien. Gut, noch ist es keine wirkliche Strategie, noch ist es immer dasselbe. Muss man mal dazu sagen. Noch haben wir nicht großartig irgendwelche Strategien am Start. So, wir haben unseren Bauer verteidigen. Oh nice, noch eins. Den da. Yep, magische Schaufel, perfekt.
Ah, ne. So, kurz auf langsam. Damit wir den da umswitchen können. Dann können wir nämlich auf den auf 2 machen. Ein paar neue Bogenschützen hier hin. Dann brauchen wir mehr Schaden davon. Okay, let's go. Oh, mein Bauer, ne? Generiert wunderbar, perfekt die ganze Zeit. Achso, ich habe die Schaufel, ne? Ja. Badim! Glücksschwein. Je mehr Silber wir in einer Wave haben, desto besser. Geil, oder? Mega gut. Also wir werden unser Silber jetzt erstmal sparen, soweit es geht. Wenn das nicht jetzt anderweitig irgendwie ausgegeben werden muss, so wie jetzt gerade eben. Ah, zu langsam. Gut, da haben wir nochmal das Glücksschwein plus 10%. Maximal 400. Okay, ich habe leider Dings gekauft. Das ist wir auch tatsächlich gar nicht. Weil die Wände nicht langlaufen. Wir können wegen hier noch einen hinsetzen. Nice, 50 Silber. Sehr praktisch. Okay. Da wir mehr Range haben, lassen wir den einfach mal hier. Ihn müssten wir theoretisch irgendwo nach vorne packen. Big Wave! Oh, die machen 105 Schaden. Okay, die greifen ziemlich oft an. Bis sie aufhören anzugreifen. Und ich finde es gut, dass wir wirklich keinen Cooldown... Oh. Keinen Cooldown haben. So. Zack, zack, zack. Da war ich jetzt etwas... etwas überrumpelt von zu viel... Ich bräuchte noch die Shortcuts. 1, 2, 3, 4. Mal kurz drauflegen. Dass ich, wenn ich 1, 2, 3, 4 drücke, die Units nutzen kann. Perfekt. So, clear. Wieder zu langsam. Noch ein Silberbeutel. Eine Beutpunktkiste. Und da haben wir den Grill. Okay, ist egal. Eisenerz brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Okay. Schnetzen wir die Genale weg, wa? Würde ich sagen. Und der Bauer generiert Geld ohne Ende. Es gibt auch wahnsinnig viel Geld, wa? Max Nahkampflok LP, let's go. Aber es ist halt nur einmalig, oder? Das ist nicht immer. So, nehmen wir das hier noch mit. 50 Silber nochmal dazu. Dann kommt dort noch einer hin. Zack. Da-da-dum. Gut, das ist jetzt auch egal, weil, was haben wir hier, Fernübertragung, was früher eine exklusive Technik oder bestimmte Zauberin war, wurde in Form von Schriftrollen populär gemacht. Magiebrauchreichweite plus 1 und Kraft plus minus 35%. Ich weiß nicht, ist das wirklich minus 35%? Magieblock sind die F, 154. Tatsächlich, die kriegen einen Schaden weniger dafür, dass sie eine Range kriegen. Okay, das ist nicht so geil. Jetzt kann ich die Truhe nicht mehr kaufen, ärgerlich. Außer ich hätte noch ein bisschen Gold gefunden, wäre cool gewesen. Ah, ist ja egal. Mhm. So, machen wir erstmal auf einfacher Geschwindigkeit. Nicht auf langsam, sondern einfach nur einfach. Wir haben jetzt etwas mehr Range, aber weniger Schaden. So. 200. Ach, der viel Silber, mein Abwehr hat. Ah, ja, alles schon, alles klar.
Und ist der Boss irgendwo hier? Oh, ich dabei. Ich müsste gleich danach kommen. Okay, ich muss mehr mit den Tasten spielen. Das war's auch schon wieder. Super Soldat. Okay, 30 mal den da. Und wir müssen zurück. Okay. Warum sollen wir zurück? Oh, das ist also das berühmte Merch-Königreich. Ah, wo bleiben meine Manieren? Ich bin Graf Norbert und richte die Norbert-Liga aus. Majestät, möchtest du nicht der Norbert-Liga beitreten? Der Norbert-Liga beitreten. Die Norbert-Liga ist der Wettbewerb zwischen verschiedenen Königreichen. Kämpft zusammen und stellt euch den Herausforderungen. Oh, eine Gilde, ja. Jede Woche wird eine Herausforderung gewählt und das Königreich, das diese am besten bewältigt, erhält eine Belohnung. Du möchtest direkt loslegen, nicht wahr? Dann schreibe bitte hier. Weißt du, bitte mit dem... Ah, bitte ohne Leerzeichen, okay. Bisschen Werbung für mich machen. Nun, ich muss vorab die Regeln der Liga erklären. Die Liga besteht aus 5 Bereichen, vom Anfängerturnier bis zum Platin-Turnier. Sieh dir die neuen Regeln an. Überstehst du eine bestimmte Anzahl an Wellen, erreichst du einen höheren Bereich der Liga mit anspruchsvolleren Herausforderungen. Händwanger-Turnierregeln. Anhändler erscheint in jeder Welle, ein Pulverturm erscheint im Territorium, empfohlene Spielerstärke für 5. Dies sind alle Regeln und der Liga halten sie alle dran. Je niedriger der Bereich, desto weniger Regeln gibt es. Je höher der Bereich, umso anspruchsvoller werden sie. Ich, Dark Hunter YT Oberhaupt von Merchant, schwöre, dass ich folgende Regeln im Kampf befolgen werde. Nach jeder Season kriegst, kannst du eine Belohnung erhalten, je nach Liga-Bereich und deinem Rang. Aber um sicher zu gehen, dass du nicht nachlässt, wird dann deine Turnierstufe um 1 herabgesetzt. Stellt sich die Herausforderung? Na, Logo. Aber nicht jetzt. So, ja, mal ein bisschen das. Dann können wir das da noch was mitnehmen. Ein paar Items. Jo, da haben wir noch das Pergament. Und noch ein Stück Fleisch. Und hier haben wir auch noch eine Mission über, ne, hier. Also über Soldaten-Trainingsprogramm. Fusioniere 150 Blöcke. 150? Ich glaube 150. 300 Gold und 4 davon. Sehr praktisch. Und schließe 3 Aufgaben ab. Kriegen wir nochmal 3 Gems dafür. Sehr cool. Sind wir bei 101 und 752 Gold. Wir können... Ne, das... Das sollte ich machen. Lass uns erstmal ein bisschen Geld sparen, würde ich sagen. So, hier haben wir jetzt nämlich... Wir können jetzt die Beutetruhe immer besser machen. Na, hier sind wir schon eine höhere Beutetruhe. 2 Sterne. Die möchten wir natürlich alle auf Max-Stufe erstmal bekommen, bevor ich sie öffne. Okay, ich dachte, die Truhen würden automatisch ein höheres Level kriegen, das... 0 Sterne diese schäbige Beutetruhe, aber das stimmt ja gar nicht. Anstatt die Beutetruhe und so weiter, aber tatsächlich kann man die Sterne hier verbessern. Sehr cool. Gefällt mir. Aber meine Freunde, an der Stelle müssen wir erstmal eine kleine Pause machen, denn die Zeit ist schon wieder rum. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter in Merch Tactics. Bis dann, Leute. Ich danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.